Für Skistar Maria Höfel-Riesch wird es ernst. Bei der Eröffnungsfeier in Sotschi noch Fahnenträgerin kämpft die zweifache Olympiasiegerin von 2010 am Montag um Edelmetall. In ihrer Paradedisziplin Superkombination, in der sie vor 4 Jahren in Vancouver Gold gewann, hat sie beste Chancen auf einen Podestplatz. Doch ganz so einfach wird es dann doch nicht. Gut, dass es gleich mit dem Bewerb losgeht, in dem ich wahrscheinlich die größten Chancen habe. Aber ja, wenn es dann nicht klappt, wird es umso schwieriger danach. Das muss einem natürlich auch bewusst sein. Und sicher sind die Chancen da sehr gut, aber trotzdem muss man erst mal zweimal da fehlerfreie Läufe runterbringen. Fehlerfrei waren zumindest ihre Trainingsläufe nicht. Die 29-Jährige kommt mit der erneut veränderten Streckenführung bisher nicht so gut zurecht und fuhr der Konkurrenz hinterher. Sollte es in der Superkombination nicht zu einer Medaille reichen, hat die Bayerin einen anderen Goldwunsch, den sie sich erfüllen möchte. Wenn ich es mir aussuchen könnte, am liebsten in der Abfahrt. Habe ich nämlich noch keine. Gut, ich habe auch im Riesenslalom und im Super-G noch keine, aber Abfahrt ist halt die Königsdisziplin und ja, es wäre mein Wunschtraum. 3 von 7 Weltcup-Abfahrten hat Höfel-Riesch in diesem Jahr gewonnen. Gold in Sotschi, das traut ihr auch der zweifache Olympiasieger Markus Wassmeier zu. Das ist ihre Abfahrt, das können ihre Spiele werden. Ganz ehrlich gesagt, die Diamond-Abfahrt, auch der Super-G liegt ihr sehr, sehr gut. Also der Hang ist prädestiniert für sie. Am Montag steht aber erstmal die Superkombination aus Abfahrt und Slalom auf dem Programm. Im letzten Trainingslauf hatte Höfel-Riesch etwas mehr als 1 Sekunde Rückstand auf ihre vermeintlich größte Konkurrentin Nicole Hosp. Und trotzdem, die Chance auf einen goldenen Olympia-Auftakt bei ihren letzten Spielen, sie ist nach wie vor groß.